Ja, hallo, ich bin der Nils von Seasonic und auf dem Event von PCHMG als Sponsor auch dabei. Ich freue mich hier also über tolle Gespräche mit den Jungs von der Overclocking-Szene und auch von der Modding-Szene. Hat mich besonders gefreut, auch den Mike Peterens aus Belgien hier zu sehen mit dem neuen Mod, den er präsentiert. Ja, und alle Streamer, alle Jungs, die sich hier dafür lang gemacht haben, dass dieser Event entsteht. Also ganz tolle Arbeit und bin wirklich froh, hier mit den Jungs halt jetzt auch noch eine Runde zu chatten, zu gamen und zu gucken, was sie hier so veranstalten. Also, toller Event. Dankeschön fürs Einladen. Ich habe hier den Nils bei mir. Genau, hallo. Freut mich sehr, dass du heute geschafft hast, herzukommen. Stell dich mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Genau, ich bin der Nils von Seasonic, seit fast 15 Jahren bei Seasonic eigentlich für alles verantwortlich, was man vor der Kamera oder halt auch im Channel sieht. Also man sieht mich auf Messen, auf tollen Events, wie ihr es heute macht. Ja, dann zeig mir doch gerne mal, was du hier mitgebracht hast. Ich meine, Seasonic kennt man ja schon seit Jahrzehnten im Netzteilbereich. Genau. Aber die letzten knapp 3 Jahre habt ihr euch auch ein bisschen in anderen Bereichen ausprobiert. Richtig. Stichwort Seasonic Synchro, Seasonic Connect, so ein bisschen als neue Innovation. Genau. Und jetzt, wie man hier auf dem Tisch schon sehen kann, auch Lüfter. Also wir haben im Endeffekt, kommen wir seit 1975 aus dem Bereich Netzteile, also reine Entwicklung von Computernetzteilen. Und wir haben halt natürlich dort auch immer mit guten Produkten unsere Netzteile gekühlt. Und über die letzten Jahre haben wir uns dann auch überlegt, wie du gerade auch schon eingewiesen hast, vielleicht auch mal andere Produkte zu machen. Somit war auf der Basis des Connect-Netzteils halt auch die Gehäuseserien entwickelt worden. Nun haben wir uns gedacht, bei den Netzteillüftern oder bei den Gehäuselüftern allgemein, da gibt es auch noch ein paar Innovationen, die man halt umsetzen kann. Und somit haben wir halt Netzteil und Lüfter halt mal in der Entwicklung getrennt und haben den MacFlow-Lüfter daraus entwickelt. Der MacFlow-Lüfter, man sieht es hier vielleicht so ein bisschen, hat halt schon mal den ersten Blick irgendwie kein Kabel dran. Also wir haben den MacFlow, wie der Name das halt auch schon sagt, mit einem magnetischen Stromverbindung verbracht. Somit haben wir hier dementsprechend den ersten Connect zum Mainboard über magnetische Verbindung gelöst. Nun denkt man sich, Mensch, wenn ich da schon mit Magnet über das Stromkabel gehe, kann ich natürlich auch magnetisch gleich weitergehen. Und somit kann man natürlich dann die Lüfter ganz einfach weiter mit einem Magneten verbinden. Ja. Und das ist so stabil, dass man die dementsprechend auch nicht mehr mit den Schrauben verbinden muss. Das heißt, man hat im Endeffekt 4 Schrauben dann im Gehäuse für 3 Lüfter. Das heißt, der mittlere ist quasi komplett schraubenlos, der hält nur durch die Magneten. Richtig, da braucht man theoretisch keine, wenn man sie benutzen möchte. Man hat also alle Schraubenlöcher natürlich dann auch noch entkoppelt mit einer Gummientkopplung in den Ecken. Und was wir jetzt so auf der ersten Testserie halt auch rausgefunden haben oder was uns auch richtig erfreut ist, dass diese Lüfter fantastisch auf Radiatoren laufen. Das heißt also, der Anpressdruck der Lüfter, also auch mit niedrigeren Drehzahlen, funktioniert wunderbar, um halt dementsprechend Radiatoren auch vernünftig zu kühlen. Das sieht man also auch hier in dem System, was der Mike hier mitgebracht hat. Er hat also alle Radiatoren dort mit dem Seasonic-Lüfter ausgestattet, mit dem MacFlow. Leise und effizient, das ist halt hier auch die Devise, die wir dort haben. Ich zieh dir gerade hier nochmal so einen ab. Und man merkt halt auch wirklich, also wenn ich muss hier ordentlich ziehen, also hier hat man gar keine Probleme, wenn man die drei quasi aneinander packt, dass die sich irgendwie lösen. Und ich weiß nicht, wie viel die wiegen, das Stück. Das ist gefühlt das Doppelte von dem, was ich so kenne von anderen Lüftern. Also da ist wirklich was dahinter. Ja. Und also ich bin für den ersten, das erste Schnuppern im Bereich Lüfter sehr, sehr begeistert, gerade weil die Magneten einfach so gut funktionieren. Genau, also die Innovation Magnet ist halt der erste Punkt, wo wir halt gedacht haben, das ist etwas, wo wir es weiterentwickeln können. Also die Entwicklung halt geht halt noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt uns im Sommer auch einem Thema widmen, was die Sonic nicht unbedingt immer gleich macht. Das ist ARGB, also im Endeffekt diese Lüfter wird es dann halt ab Sommer auch im schönen RGB-Format geben. Das kommt nochmal als Teaser dazu. Darf ich dann quasi hier diesen Ring erwarten? Oder? Exakt, es wird einen Ring in der Lüfterkonstellation geben. Das heißt, der Lüfter wird auch ein bisschen kleiner. Können die auch gerne nochmal in die Detailcam zeigen. So, da kann man hier nochmal ganz gut sehen. Hier ist quasi die einzelne Entkopplung. Also quasi das ist hier komplett Gummi.
Das ist eben der Vorteil, dass dann die Vibration nicht so übertragen wird auf das Gehäuse. Genau. Genau, dann haben wir hier quasi eben diesen Anschluss, der die Lüfter untereinander verbindet und der gleichzeitig auch benutzt werden kann. Ich hoffe, das ist beides, ne? Quasi ist für den Fan und gleichzeitig Lüfter. Exakt, das Lüfter ist Connect. Das ist dummy-sicher, also im Endeffekt ist es auch vertauschsicher. Man kann sich also dort ganz einfach die Verbindung setzen. Hier nochmal gucken, ob ich da jetzt richtig bin. Zack. Das war. So, dann liegt hier so ein bisschen versteckt hinter der wunderschönen Prime-Verpackung tatsächlich noch was recht Neues. Ich hoffe, du wolltest jetzt nicht, ich habe dich jetzt hier nicht unterbrochen. Nein, du hast mich nicht unterbrochen. Okay, also ich habe deswegen auch das Lüfterbundle gleich mal weggenommen. Also wir unterhalten uns ja im Endeffekt im Markt über diese schönen Kabel, Grafikkarten, Stromversorgung für die Nvidia-Grafikkarten. Und dort haben wir halt im Segment natürlich alle mitbekommen, dass die Anschlüsse mit einem geraden Stecker relativ problembehaftet sind. Und dadurch halt, dass man sie dann halt zu sehr an der Seitenscheibe hat, halt auch die Biegung halt zu stark wird. Lösungen gab es natürlich jetzt schon mehrere im Markt, auch von anderen berühmten Kabelherstellern. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht machen wir einfach mal einen neuen Standard auch für unsere Kabel, die wir halt auch unseren Netzteilen beipacken. Oder halt, wie man hier jetzt sieht, das ist mal so ein Zubehörkabel, also mit den 2x8-Pin auf einmal 12 Firepower-Kabel und das Ganze mit 90 Grad gewinkelt. Also wäre schon mal eine 40-Serie-Karte für die am Endeffekt sind. Das ist ja dieser 12V-HPWR-Anschluss mit 16 Pin, also der hat ja 12 normale und 4 Signalpins. Über diese Signalpins, die sind quasi jetzt hier nicht belegt. Die sind eben nur für die 3.0er, also die quasi offiziellen 3.0er Netzteile. Das ist hier eben auf die zwei normalen 8-Pin-Anschlüsse gesplittet, hat den riesen Vorteil, dass man das eben mit den alten Prime-Netzteilen quasi auch benutzen kann. Genau. In der Theorie auch mit den alten Focus-Netzteilen benutzen könnte. Und ist quasi multikompatibel und wird wahrscheinlich preislich auch sehr, sehr angenehm sein im Verhältnis zu dem, was es sonst so von der Konkurrenz gibt, sage ich mal. Wird eigentlich komplett identisch sein. Wir kochen alle nur mit Wasser, sage ich mal da. Aber es geht halt bei uns um die Qualität, die wir halt immer sehen. Das sieht man auch jetzt oder sah man halt auch im Stream jetzt, dass wir halt dort Single-Sleeve-Kabel beispielsweise benutzen. Also wir sitzen da schon auf Qualität und bei dem Stecker selber haben wir ja nur gesehen, gibt da ein paar Lösungen, aber 90 Grad ist halt etwas, wo wir halt auch darauf achten müssen, dass das halt auch die 600 Watt überträgt. Das heißt, es geht da halt mehr, um einfach nur eine Litze irgendwie zu löten. Das heißt, wir haben da schon ein bisschen drauf geachtet, dass wir auch den Stecker dort machen und das Ganze wird jetzt gerade vorproduziert. Ich denke mal auch, das ist so ein Produkt, was man vielleicht in 2 Monaten dann ungefähr im Regal findet. Ganz passend natürlich auch zu der Umstellung, die jetzt halt auch mit den neuen Grafikkarten von Nvidia kommen, wenn die 4070er kommen und man möchte halt sein Netzteil, sein Prime oder sein Fokus halt dementsprechend von Seasonic nicht auf ATX 3.0 halt verändern. Man kann das Netzteil weiter benutzen. Das ist halt eine tolle Sache, die Nvidia dann halt mit diesen Serien dann halt auch realisiert hat, dass man nicht nur ATX 3.0 Netzteile braucht. Das heißt, man kann also seine alten Netzteile teilweise benutzen. Das ist halt sehr angenehm, wenn man quasi keinen Zwang hat, jetzt auf das neueste Netzteil aufzurüsten, was den neuesten Standard unterstützt, sondern sagen kann, hey, ich hole mir erstmal für 20 Euro ein neues Kabel und kann dann immer noch sagen, wenn ich jetzt auf die höchste Grafikkarte gehe, so wer sich jetzt eine 4090 kauft, gut, der sollte vielleicht auch ein neues Netzteil investieren. Exakt. Aber das geht dann quasi eher an die Leute, die dann 40, ja, 60, 70 haben, wenn die 60 noch mit dem neuen Anschluss rauskommt, sehen wir dann. Richtig. Ist halt sehr angenehm, sage ich mal, für uns als Endkunden. Richtig. Gut, wir scheuen uns nicht davor, natürlich unsere neuen Netzteilserien halt auch zu verkaufen mit den Serien. Ja, natürlich. Aber genau wie du gesagt hast, ist halt auch immer ein Geldbeutelproblem. Und wir sehen es halt so, unsere Netzteile sind halt nicht nur für 2 oder 3 Jahre ausgestattet zu laufen. Das heißt, wir haben Garantiezeiten bis zu 12 Jahren. Mhm. Und somit soll das Netzteil eigentlich auch nicht so häufig getauscht werden, sodass wir die Zukunftskompatibilität halt mit einem ganzen einfachen Kabel halt gewährleisten können. Das ist halt etwas, wo wir halt auch Seasonic halt sehen. Also langfristiges Produkt, gerne beim Einkauf ein bisschen teurer, aber dann halt wirklich langfristig auch nutzbar. Genau. Ich habe hier noch eine Frage eben im Chat gelesen. Und zwar geht das dann über einen USB-Controller und kommt dieser mit eigener Software bzw. ist mit anderer kompatibel? Ich denke mal, da ging es noch um die Macflow. Die Macflow haben Standard 4-Pin-PWM-Anschluss, sprich, die können über das BIOS geregelt werden oder wenn man eine extra Lüfter-Software unter Windows nutzt, natürlich auch, aber ansonsten einfach
über BIOS wie andere Lüfter auch. Richtig, die RGB-Lüfter werden genauso gehandelt werden, das heißt, die werden kompatibel sein zu den Mainboard-BIOS. Offener 5-Volt-Standard RGB, wie man es kennt. Exakt, also ganz simpel. Wir halten es auch immer relativ simpel. Wir machen halt weniger, sagen wir so, extra Sachen rundherum. Wir wollen halt einfach nur nutzbar sein, so hochkompatibel wie möglich. Das wäre natürlich, wenn ich das jetzt mal durchspiele, hat man dann am Endeffekt einen PWM-Anschluss, einen 5-Volt-RGB-Anschluss und kann so eigentlich in der Theorie 3, ja, in der Praxis vielleicht maximal 4 Lüfter aneinander rein. 7. Ja, ich rede jetzt von einem sinnvollen Anwendungszweck im PC-Gehäuse. Ich sag mal maximal 420er aneinander rein und hat nur 2 Kabel, die man zum Mainboard führt. Das ist natürlich Cable-Management-technisch der absolute Traum. Du kannst ja sogar 3 und dann kannst du am letzten Anschluss dann natürlich auch noch weitergehen mit einem weiteren Kabel. Das heißt, du kannst eine Daisy-Chain halt dementsprechend schon weiter nutzen. Also wir haben es mal jetzt also auch wegen, das ist halt limitiert von der Stromausstattung, die das Mainboard halt gibt, realistisch 3 bis 4. Realistisch 3 bis 4, weil man sonst einfach nicht mehr logischerweise. Macht Sinn. Genau. Natürlich bekommt ihr die auch bei uns im Shop, ne? Wenn ihr Ausrufezeichen Shop eingibt in den Chat, bekommt ihr natürlich die Seasonic Lüfter und Netzteile. Ansonsten auch gerne immer mal bei unseren Socials vorbeischauen. Da haben wir eigentlich gut alle 2-3 Monate auch Gewinnspiele mit Seasonic Sachen. Genau, so. Da geben wir auch mal ein bisschen Gas bei euch. Also wir sind seit langem euer Partner und man sieht es auch so ein bisschen, dass eine Partnerschaft, die lebt, und das freut mich halt auch, dass wir dann halt so welche Events wie jetzt hier halt auch auf die Beine stellen. Ja. Also ganz toll gemacht und freue mich. Vielen Dank für die Unterstützung nochmal. Gerne. Ja.